stört, dass ich als Leserin fühlen soll und nicht denken soll. Diese ganzen Bilder werden immerzu durchaus abgerufen, aber doch in einer Weise, dass ich sie nicht klischeehaft kitschig finde. Was mich an diesem Roman am meisten angerührt hat, ist tatsächlich die unglaubliche Sehnsucht nach Bildung. Und das ist in meinen Augen brillante Unterhaltungsliteratur. Das ist doch schon mal was. Guten Abend und herzlich willkommen zum Lesenswert-Quartett. Es ist wieder soweit. In Frankfurt steht die Buchmesse vor der Tür. In Stockholm wird der Literatur-Nobelpreis verliehen. Und hier in Mainz trifft sich eine literaturkritische Viererbande zur Besprechung von Neuerscheinungen. Zu diesem Quartett im SWR gehören wie immer Felicitas von Lovenberg, früher Literaturchefin der FAZ, inzwischen Verlegerin von Piper, Itzhomar Mangold, Literaturchef der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, und den roten Teppich ausgelegt heute Abend haben wir für unseren Gast, für Insa Wilke, früher Literaturhausleiterin in Köln, heute freie Literaturkritikerin in Frankfurt. Herzlich willkommen. Danke. Unsere Zuschauer heute Abend sind uns um eine entscheidende Information voraus. Sie wissen nämlich, wer den Literaturnobelpreis 2016 erhalten hat. Wir wissen das zum Aufzeichnungszeitpunkt dieser Sendung natürlich nicht, aber das gibt mir eine schöne Gelegenheit, nämlich meine Kolleginnen und Kollegen zu fragen, wer wäre denn Ihr Literaturnobelpreisträger des Herzens, Frau von Lovenberg? Ah, da einige, aber an allererster Stelle würde ich den israelischen Schriftsteller David Grossman nennen. Warum soll David Grossman den Literaturnobelpreis bekommen? Weil er großartige, kluge, herzerwärmende Bücher schreibt, die man nie mehr vergisst, weil er uns so unglaublich viel über Israel beibringt, über den Versuch zwischen Palästinensern und Israelis endlich Frieden zu sehen. Mich bewegt dieser Schriftsteller unglaublich und ich schätze ihn und bewundere ihn und liebe ihn und verehre ihn. Na, das nehme ich mal ein flammendes Plädoyer, Ihr Wort in den Ohren in Stockholm. Man könnte ihm aber auch den Friedensnobelpreis geben, dann hätten wir den Literaturnobelpreis für meinen Kandidaten. Der wäre Itzhomar Mangold? Ein Autor, den man in Deutschland noch kaum kennt, aber im Rest der Welt, nämlich auch in den USA, da ist sich die lesende Welt sehr bewusst, um was für einen Großen es sich handelt. Der argentinische Schriftsteller Cesar Eider. Mhm. In Deutschland wird er jetzt gerade neu übersetzt, in einer sehr schönen Werkausgabe bei Matthes und Seitz. Der Mann ist, glaube ich, schon um die 70 oder Ende 60, Anfang 70, hat ein riesiges Werk geschaffen, in stiller Unermüdlichkeit. Ich glaube, 70 Romane gibt es von ihm. Die sind in der Regel eher in der Länge einer Novelle. Aber jedes Buch, das ich von denen, die ich kenne, ist in seiner Form, in seinem Stoff, in seinem Sujet völlig anders. Aber sie sind immer von allergrößter sprachlicher Kunstfertigkeit. So ein bisschen, ich bin großer Borges-Fan, wenn man Aira liest, hört man immer so einen Borges-Sound, auch diese Freude gewissermaßen mit der Literarizität von Literatur zu spielen, aber gleichzeitig trotzdem tolle Plots zu entwickeln. Insa Wilke, der Literaturnobelpreis, nehmen Sie den überhaupt ernst und wer soll ihn bekommen? Doch, den nehme ich schon ernst. Ich finde ihn auch wichtig. Und mit David Grossman zum Beispiel könnte ich mich auch sehr anfreunden, weil man hat doch im Moment so ein Bedürfnis nach Anständigkeit, nicht nur nach guter, großer Literatur, sondern auch nach Persönlichkeiten, die irgendwie eine Glaubwürdigkeit... Wie hat Ihnen Heinrich Böll da nicht genügt? Heinrich Böll, doch, der war ja auch anständig. Ja, eben. Aber ja, aber genug Anstand, aber man will ja lebende Anständigkeit auch mal haben. Ja. Aber wenn Sie fragen nach den Literatur-Nobelpreisträgerinnen und Trägern des Herzens, dann darf man ja vielleicht auch ein bisschen mehr hier gucken. Und da würde ich mir wünschen, was nicht der Fall sein wird, aber wenn man nach dem Herzenswunsch fragt, jemanden wie Monika Rink oder Uljana Wolf, das sind Lyrikerinnen, die noch kein großes Lesepublikum haben wahrscheinlich, aber die einem die Gedanken so durcheinander wirbeln und die auch dieses Kriterium der Anständigkeit, glaube ich, sehr erfüllen und der Glaubwürdigkeit, der Ernsthaftigkeit in ihrem Schreiben, diese Verbindung, was man aus den 20er und 30er Jahren kennt, wo es so hochgehalten wurde, diese Verbindung von Leben und Literatur, mit dem Leben auch für die Literatur einzustehen.
Aber verwechseln Sie da nicht etwas die Kategorien? Das sind doch noch relativ junge Autorinnen. Da gewinnt doch eher Bayer Leverkusen die Champions League. Sie haben ja nach den Herzenswünschen gefragt. Die Herzenswünsche. Also Monika Ring. Was ist denn Ihrer, Herr Scheck? Ja, da darf ich natürlich aus meinem Herzen keine Mördergrube machen. Ich möchte natürlich, dass dieser Preis nach rein ästhetischen Kriterien vergeben wird und nicht immer so den Friedensnobelpreis mit abdecken muss, also dass da immer politische Kriterien noch mitspielen. Nein, ich möchte diesen Preis in den Händen längst natürlich von Philip Roth sehen, da brauchen wir gar nicht mehr darüber zu reden, aber vor allem, wenn es wirklich um ästhetische Kriterien geht, verdammt nochmal, der Thomas Pynchon. Das hat ja sogar Elfriede Jelinek bemerkt, die am Tag ihrer Auszeichnung mit dem Literaturnobelpreis sagte, das geht doch nicht, dass ich den Nobelpreis bekomme und der Pynchon hat ihn noch nicht. Also der Autor von Die Enden der Parabel, von anderen großen Romanen, der müsste diesen Preis natürlich bekommen. Aber reden wir und wenn, von, das muss ich kurz nachfragen, ja, wenn stattdessen Don DeLillo ihn bekäme, dann würde ich wären Sie aber auch nicht unglücklich. Nein, ich sage ja, blöderweise könnte man diesen Preis, glaube ich, die nächsten Jahre durchaus in die USA geben und man würde literarisch da gar nichts falsch machen, meiner Meinung nach. Reden wir über das Buch, von dem die Welt redet. Im Moment reden wir über Elena Ferrante und ihren Roman Meine geniale Freundin. Worum geht's da? Meine geniale Freundin. Erstmal finde ich, darf man ja mal auch mal was sagen über Äußerlichkeiten, nämlich dass dieses Buch ein unwahrscheinlich schönes Cover hat, finde ich jedenfalls. Elena Ferrante ist die inzwischen weltberühmte Autorin. Dahinter verbirgt sich ein Pseudonym, auch das ist inzwischen sehr bekannt. Eines Romanzykluses, der eigentlich vier Bände, die nächsten drei wird uns der Surkamp Verlag wohl in den nächsten, immer in 3-Monats-Abständen liefern. Der Auftaktband Meine geniale Freundin, so heißt der gesamte Zyklus, handelt von zwei Freundinnen im Neapel der 50er Jahre und es beginnt aber dann doch deutlich näher an unserer Gegenwart, nämlich damit, dass die eine Freundin, Elena Greco, eine spätere Schriftstellerin, einen Anruf bekommt und erfährt, dass ihre Kindheitsfreundin Lina verschwunden ist und zwar so sehr, dass sie sich aus allen Fotos hinausgeschnitten hat und keiner weiß, wo sie ist. Sie lebte in Neapel und dann kommt sozusagen, setzt ein die Geschichte der ersten Begegnung und es ist eine Jugend voller Gewalt, die uns da präsentiert wird, aber auch voll pulsierenden Lebens, kann man sagen, zumindest sprachlich. Die beiden gehen zusammen zur Grundschule und was mich an diesem Roman am meisten angerührt hat, ist tatsächlich die unglaubliche Sehnsucht nach Bildung. Und Elena hält ihre Freundin Lila tatsächlich für ein Genie. Die kann schon mit 3 oder 4 Jahren lesen, die versteht alles, die erlernt andere Sprachen. Sie schreibt schon im Grundschulalter ihren ersten Roman. All das kommt vor, aber eben die Schustertochter hat das Pech, dass als sie den Wunsch äußert, auf die höhere Schule zu gehen, wirft sie ihr Vater kurzerhand aus dem Fenster. So, dass sie sich in den Arm bricht. Das ist alles im Leben mitnichten Slapstick, sondern bitterste Realität. Und die Elena hat eben das Glück, dass sie die höhere Schule besuchen darf, dass sie Griechisch lernen darf und hat aber immer das Gefühl, dass wenn ihrer Freundin diese Art Bildung zuteil hätte werden können, dann würde sie um Klassen übertrumpfen. Und das Buch endet und damit auch erstmal die Vorstellung desselben mit der Hochzeit von Lila. Und man merkt einfach, es gibt verschiedene Wege aus dieser harten Kindheit zu entfliehen und der eine Weg nennt sich Bildung und der andere Weg, der leider eben der Lila nicht offen steht, ist eben der Versuch im Teenageralter durch die Ehe diesen elenden Verhältnissen zu entkommen. Alles, was Sie sagen, ist vollkommen richtig gewesen. Da bin ich Ihnen hundertprozentig bei, das ist ein Bildungs- und Entwicklungsroman. Aber, Frau Wilke, wie geht es Ihnen? Ja, also muss man eben überlegen, wie ich anfange. Also mich beeindruckt an diesem Roman tatsächlich sehr, und darum verstehe ich, dass er so eine große Leserschaft gefunden hat, wie sie mit einer gewissen Komplexität über eine ja doch enorme Länge erzählt und gleichzeitig die Geschichte so zugänglich hält, uns gleichzeitig nicht überfordert. Sie gibt sich den Anschein, ein politisches Buch zu schreiben. Man fühlt sich politisch irgendwie auch involviert. Gleichzeitig ist auch da der Anspruch an die Leserinnen und Leser nicht übergroß. Es werden keine Visionen entwickelt. Insofern finde ich die Umschläge auf andere Weise interessant. Man sieht immer nur die abgewandten beiden Mädchen. Das ist ein Buch, das tritt nicht in Dialog mit den Leserinnen. Das ist ein Buch, das einem erzählt, so war es.
es entwickelt keine Möglichkeiten, wie könnte es sein. Und ich habe eine Schwierigkeit mit diesem Buch. Ich habe es auch so weggelesen, man kann es so weglesen, es ist ein Schmöker, vielleicht ein bisschen so wie das Prinzip der amerikanischen Serien im Moment geschrieben. Aber was mich stört, dass ich als Leserin fühlen soll und nicht denken soll. Das ist eine Kritik, eine grundlegende Kritik, die ich an dem Buch habe. Darum wundert es mich ein bisschen, dass das Buch auch bei der Literaturkritik so großen Erfolg hatte. Herr Mangold, hat es bei Ihnen Erfolg als Literaturkritiker, Elena Ferrante, meine geniale Freundin? Also ich finde alle Kategorien, die Sie jetzt eingeführt haben, wahnsinnig hilfreich, um auch meine Lektüre-Erfahrung, die eine vielfältige, nicht eine ambivalente, eine vielfältige gewesen ist, auszudrücken. Ja, es gibt schon so einen Moment des Schmökerns, bei dem man sich dann immer fragt, ist das vielleicht mir doch zu kolportagig, aber ich bleibe dann doch so dran, dass ich manchmal das Gefühl habe, vielleicht gelingt es der Elena Ferrante, gewisses Genre des Unterhaltungsromans neu zu erfinden, nämlich so, dass es ein hochkomplexer Roman ist, der aber, wie Sie gerade hervorragend gesagt haben, an jeder Seite zugänglich bleibt für den Leser. Ich stimme Ihnen auch zu, der Roman fordert einem nicht in erster Linie zum Denken auf, aber zu etwas anderem, was ich möglicherweise sogar das komplexere Erlebnis finde, nämlich zur emotionalen Intelligenz. Und was er, das Netz, das die Elena Ferrante zwischen ihren Figuren entfaltet, wie die auf kleinste Eintrübungen von Stimmungen, von Affekten und so weiter reagieren. Das finde ich großartig. Da gibt es jetzt noch so einen Moment von leichter Zwiespältigkeit, den ich aber am Ende immer auf der Plusseite vermerken würde. Wir kennen alle das Klischee des neapolitanischen, emotionalen, leicht mafiahaften, aber gleichzeitig auch wunderbare Tarantellern. Funicula, Funiculi. So, genau. Ja, kann man schon. Und diese ganzen Bilder werden immerzu durchaus abgerufen, aber doch in einer Weise, dass ich sie nicht klischeehaft kitschig finde. So, und darum geht es mir in diesem Buch. Das meine ich mit Erfahrung. Ich habe mich auf den 422 Seiten dieses Romans wie ein Bewohner dieses Riones gefühlt. Ich habe eine italienische, eine neapolitanische Kindheit durchlaufen, ja, mit diesen beiden Freundinnen. Und das ist in meinen Augen brillante Unterhaltungsliteratur. Das ist doch schon mal was. Und dieses Mopperige der deutschen Literaturkritik, dieses leicht Naserümpfen, ja, das ist ein Buch für die Masse. Man sucht sich gerne immer so eine Gegenschaft, die gab es nun wirklich nicht. Ja, es ist auch bei dem Medienpluralismus, auf den wir so stolz sind, ist es in Ordnung, wenn es eine Rezension, nämlich in der Süddeutschen Zeitung von Thomas Steinfeld, gab, die in diese Richtung argumentierte. Sonst waren das ja alles. Nein, es gab FAZ, schon einige. Zeit war es überschwängliche Lobe. Petareschi hat auch gesagt, nein, sie kann damit nichts machen, aber mich erinnert dieses Buch an ein anderes Buch, was einen Welterfolg hat, wo es auch eine Autorin gab, die extrem zurückgezogen war. Es war kein Pseudonym. Ich finde, es hat auf eine ganz andere Weise Qualitäten, die auch Harper Lee hat in Wer die Nachtigall stört. Das ist ein guter Vergleich. Und zwar, weil man diese Menschen hat eines Viertels und man merkt, wie sehr die aufeinander angewiesen sind, wie sozusagen ständig alles abgeglichen wird, wie die Kinder und die Erwachsenen, die Kinder in die Erwachsenenwelt übertreten und gleichzeitig die Erwachsenen auf die Kinder reagieren und natürlich das Episodenhafte. Im Grunde genommen haben wir hier einen Bogen, der alles überspannt, nämlich die Frage, was geschah mit Lila, warum ist sie verschwunden, irgendwie annähernd 60 Jahre später, aber hier sind die beiden Mädchen ja doch sehr stark zusammen. Und mich hat das wirklich sehr stark daran erinnert, dieses Anekdoten-Episodenhafte, immer wieder geschieht was Neues, aber es ist gar nicht so, dass man jetzt atemlos, gebannt weiterliest, weil sozusagen die Handlung so vorwärts drängt, sondern eben durch diese unglaublich atmosphärisch dichte, sinnliche Beschreibung des Lebens in diesem Rione. Aber das muss man doch sagen, die Sinnlichkeit selber ist, um es etwas hochtrabend zu sagen, ist selber schon wieder beste Soziologie. Und deswegen ist es dann doch auch sehr erkenntnisstiftend, denn es ist ein Modernisierungsroman. Vielleicht mehr, der Roman wurde jetzt öfter auch so für eine feministische Position in Anspruch genommen, kann man auch verstehen, aber ich glaube, in viel stärkerer Weise ist es ein Modernisierungsroman, der uns daran erinnert, wie die Welt der 60er Jahre, in welcher Weise die noch aus heutiger Sicht obsolet oder altertümlich war und was es hieß, aus dieser Welt auszubrechen. Eine Welt, in der man Schulgeld bezahlen musste und wo sich an diesem Schulgeld eben ganze
Lebensläufe entschieden. Und das ist die Welt unserer Eltern. Und auch eine Welt, wo die aber Eltern misstrauisch waren, wenn das eigene Kind aufs Gymnasium geschickt wurde, weil der Lehrer sagt, die ist so intelligent, die sollte aufs Gymnasium. Ja, weil da steht der Verdacht. Da sagen dann die Eltern, Oh, lies mal, was Besseres werden. Die Augen. Ja, und nein, was das die kostet. Angst der Eltern ist doch, dass das Kind über sie hinauswächst und sie vielleicht eines Tages dann doch irgendwie verachtet oder sie nicht mehr so schätzt. Ja, also auch diese Angst. Und das ist eines der Themen, Rolle, die ich als Lehrer sind uns ja in Lob fast eigentlich außer sie wollen weniger etwas Gift fühlen und mehr denken. Ja, da muss dringend noch Gift rein. Also zum einen ist das ja ein klassisches Erfolgsrezept, eine individuelle Entwicklungsgeschichte einzubetten in die Aufstiegsgeschichte eines Milieus. Das ist ja so funktioniert. Falle da ein, meine Bild nach oben. Ja. Ich würde gerne noch mal nach dieser emotionalen Intelligenz fragen, weil mir das nicht ganz einleuchtet. Ich finde die Figuren weniger vielschichtig, als es allgemein angenommen wird. Ich finde auch die Probleme weniger vielschichtig, als es allgemein gesagt wird. Und dabei muss man ja beachten, dass diese Erzählerin nicht aus der Zeit der Kindheit spricht, sondern sie erzählt ja später, als erwachsene Frau. Da ist ja etwas passiert mit der Gesellschaft. Sie erzählt aber so, als würde sie in dieser Kindheitszeit stecken. Ich finde, das ist ein Problem. Und das heißt, das, was feministisch bezeichnet wird, ist ein sehr altmodischer Feminismus, weil er mit der klaren Schwarz-Weiß-Konfrontation böse Männer, gute Frauen arbeitet. Was einen bei der Stange hält als Leserin, ist, glaube ich, einerseits natürlich das Atmosphärische, andererseits aber die Ungerechtigkeit, die diesen beiden Mädchen widerfährt. Was ich aber fast schon antifeministisch finde an diesem Buch, sind Sachen wie zum Beispiel das mit der hässlichen Entlein-Geschichte gespielt wird. Wie kann man das machen, wenn man den Anspruch hat, ein Emanzipationsbuch zu schreiben? Das ist klar ein Unterhaltungstrick. Ich bin mir nicht sicher, ob Frau Ferrante den Anspruch hatte, ein Emanzipationsbuch zu schreiben. Ich glaube, dass sie der Welt in ihrer Komplexität gerecht werden möchte, wo eben sowas wie Schönheit und Hässlichkeit und Körperwahrnehmung, insbesondere in der Pubertät, eine Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass sie ihr Haupt beugen wollte vor irgendwelchen modischen Ideologismen, um gerade irgendwelchen Theorien in die Hände zu spielen. Das ist eben der Unterschied zwischen Literatur und einem Leitartikel. Ja, nicht Theorien in die Hände spielen, aber es ist ja ganz klar, dass hier eine Emanzipationsgeschichte erzählt wird. Ja. Das ist, glaube ich, schon mit das Anliegen, das ist das Anliegen, um überhaupt... Nee, warum sie überhaupt diese Geschichte dieser beiden Mädchen erzählt. Na, bleiben wir doch bei ihrer ersten Formulierung der Aufstiegsgeschichte. Eine Selbstbehauptungsgeschichte. Ohne ihm zu nahe zu treten. Ja. So, jetzt wollen wir aber in diesem Zusammenhang etwas anderes sprechen, nämlich Claudio Gatti ist ein Enthüllungsjournalist, der mit Hilfe der FAZ nun vorgeführt hat, wer hinter Elena Ferrante in Wahrheit steckt. Was halten wir eigentlich von dieser Art von Paparazzo-Journalismus? Peinlich. Vor allen Dingen die Methoden. Das Unangenehme ist ja, dass es vorher Literaturwissenschaftler, Leser, ganz die halbe Welt hat gerätselt. Man hat versucht, mit den Mitteln eben der Sprache herauszufinden, wem in welchem italienischen Schriftsteller diese Sprache eben gegeben sein könnte. Ist dabei offenbar auch auf Domenico Starnone gestoßen, der, wie sich jetzt herausstellt, eben der Ehemann ist einer Übersetzerin, die sehr viel aus dem Deutschen ins Italienische übersetzt hat. Sie heißt Anita Raya, wenn ich es richtig weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber ich finde die Methoden, nämlich dass dieser Claudio Gatti herausgefunden haben will, dass sie plötzlich unglaubliche Honorareinkünfte hatte, dass sie irgendwelche Immobilien gekauft hat, also die sind vollkommen außerliterarisch und ehrlich gesagt ist es für mein Leseerlebnis so wichtig, Autorenpersonen finde, ist es jedenfalls völlig unerheblich, ob diese Autorin Elena Ferrante oder Anita Raya heißt. Ich fand nur die Methoden, mit denen sie aufgespürt wurde, zumindest... Ich teile eure Empörung nicht ganz. Zum einen ist es sehr auffällig, es gab schon so viele, die versuchten, das als Pseudonym zu lüften, ohne dass sich irgendwer empört hatte. Ein Pseudonym seit 22 Jahren. Ja, ohne dass sich irgendjemand empörte. Die Empörung scheint sich daran festzumachen, dass Gatti es gelungen ist, dass er erfolgreich darin war. Und man muss schon auch sagen, ich habe den Eindruck, dass das Niveau der Diskussion in den USA und in Italien höher ist als bei uns. Ein Pseudonym verlangt oder fordert quasi strukturell immer danach, geborgen zu werden, entborgen zu werden. Und Elena Ferrante hat zum Beispiel auch eine Autobiografie unter diesem Namen geschrieben, mit sehr viel Augenzwinkern und mit sehr viel Erfundenem. Und wenn ein Autor, was völlig legitim ist, sich hinter einem Pseudonym versteckt und dann aber auch mit völlig legitimen literarischen Erfindungen arbeitet, ist es auch das Recht der interessierten lesenden Öffentlichkeit, daran zu kratzen.
klar, wirkt es ein bisschen brutal. Der Gatte, dieser Journalist, hat nichts mit Literaturkritik am Hut, der kann aber Grundbücher lesen. Das heißt, er ging zum italienischen Grundbuchamt und stellte fest, als die großen Erfolge von Elena Ferrante kamen, kaufte sich die Anita Aja erst ein schönes Landhaus in der Toskana und dann 240 Quadratmeter Wohnung in Rom. Und das war immer genau mit den amerikanischen Bestseller-Erfolgen gekoppelt. Und das ist eigentlich die Argumentationsgrundlage. Und das hat natürlich was sehr Rustikales. Ich finde noch einen anderen Punkt interessant, nämlich dass Elena Ferrante jetzt genau das passiert, was ihre Figur Lenou ihrer Freundin Lila antut. Und das finde ich eine interessante Wendung. Sie wollte verschwinden, was vielleicht ein bisschen naiv war, und jetzt wird sie halt entdeckt. Also ich finde, das irgendwie hat es eine gewisse Ironie, dass ihr das passiert, was ihrer Figur passiert ist. Die Ironie erkenne ich, und damit zu einem anderen, zu einem zweiten Autor, über den wir heute sprechen wollen, zu Christian Gracht mit seinem Roman Die Toten nicht ohne zu erwähnen, das müssen wir unbedingt erwähnen, Meine geniale Freundin, übersetzt wurde von Karin Krieger für den Suhrkamp Verlag, wo das Buch auf Deutsch erschienen ist. Die drei anderen Bände werden folgen. Christian Gracht, Die Toten, ein Autor, der polarisiert, der für Debatten sorgt. Ein Autor, der mit Die Toten einen Roman geschrieben hat, der Anfang der 30er Jahre spielt. Im Zentrum ein japanischer Bürokrat für Film zuständig, der eine zelluloidne Achse schmieden möchte mit Deutschland. Und es geht um Charlie Chaplin, Ichuma Mangold. Wovon erzählt Christian Gracht in Die Toten? Ja, tatsächlich ist der Christian Gracht einer der deutschen Autoren, die noch richtig für Kontroversen sorgen. Schweizer Autor. Ja, allerdings der deutschsprachigen Autoren, aber in der Schweiz geboren, bis zum 9. Lebensjahr dort aufgewachsen. Man wirft ihm manchmal vor, literaturkisch-philologisch auf sehr dünnem Eis, man tat es vor allem bei seinem letzten Roman Imperium, dass er irgendwie mit rechten Gedanken gut spiele. Große, schwierige Frage. Das war die Debatte vor 3-4 Jahren. Jetzt kommt ein Roman heraus, nämlich Die Toten, der genau wieder zumindest in diese gleiche thematische Welt einsteigt. Der Roman spielt in den frühen 30er Jahren. Es ist so bewusst so ein bisschen unklar gehalten, ob das eher im Jahre 32 oder doch schon im Jahre 33 der Fall ist. Es gibt einen Mitarbeiter, das weiß man nicht genau, ob im Außenministerium oder im Kulturministerium Japans, der heißt Masahiko Amakazu, und der sieht die japanische Filmindustrie in der Defensive. Weil Hollywood siegreich ist. Hollywood schaltet um auf den Tonfilm und auf den Farbfilm, und die hohe Filmkunst Japans, das sieht der Amakazu, wird keine Chance haben, auf dem Markt zu bestehen. Und deswegen überlegt er sich, und das ist quasi so eine Parallelaktion, die der Schriftsteller Christian Gracht inszeniert, zur politischen Achse zwischen den beiden faschistischen Ländern Deutschland, Japan. In diesem Sinne überlegt sich Amakazu eine zelluloidene Achse zwischen Berlin und Tokio und schreibt an die Ufer und den notorischen Alfred Hugenberg, ob er nicht einen deutschen Regisseur nach Japan schicken könne, damit man mit vereinten Kräften, mit japanischem Geld und deutscher Filmkunst Hollywood was entgegensetzen könne. Und tatsächlich ist es dann am Ende kein deutscher Regisseur, sondern ein Schweizer, Emil Nägeli, der von Hugenberg auserkoren wird, der nach Japan geht. So, das ist nur ein Teil des Inhalts dieses zwar schmalen, aber hochkomplexen Romans. Was mich interessiert, warum geht Christian Gracht denn überhaupt Ihrer Meinung nach zurück in die Geschichte? Wenn ich das wüsste, wäre ich aus dem Buch schlauer geworden, als ich es bin, muss ich sagen. Ich bin schon voller Bewunderung für diese doch recht konzise wirkende Inhaltsangabe, die Ichuma Mangold uns da jetzt gegeben hat. Ich finde das keineswegs einfach, diesen Roman zusammenzufassen. Was ich sagen kann, ist, dass ich finde, dass es exquisit geschrieben ist und dass mich dieses Buch trotzdem ratlos zurücklässt und auch ein bisschen frustriert, weil ich finde, dass mit dieser ganzen sprachlichen Kraft, die Christian Gracht ohne Zweifel, über die er verfügt und die er auch sehr, sehr dezidiert und gezielt einsetzt, ich finde, dass dieses Buch zwischen einem hehren Kunstanspruch und einer gewissen Verweigerung einer Aussage changiert, die mich nicht beglückt. Frau Wilke. Ich glaube, er geht in diese Zeit zurück, weil da die Fragen gestellt werden können, die ihn interessieren. Es ist die Zeit, also es ist ja ein Buch über Film.
Literatur, ein Roman, der über Film spricht, das lässt einen ja schon mal aufhorchen, der in einer Zeit spielt, in der in der Literaturwelt debattiert wurde über die Krise des Romans. Und ich glaube, damit ist man im Zentrum dieses Buches. Insofern würde ich sagen, Sie liegen ganz richtig mit ihrer Schwierigkeit und den Widersprüchen. Genau da sollen wir ja hinkommen. Das stimmt. Und ganz schön ist, dass wir gerade Elena Ferrante hatten, denn auf der einen Seite hat in dieser Zeit wurde reagiert auf die Krise des Romans mit historischen und biografischen Romanen, wie Walter Benjamin das geschrieben hat. Mhm. Auf der anderen Seite stand die Montage, stand der Versuch, mit Dokumentarischem zu arbeiten. Christian Kracht schreibt in gewisser Weise eine Montage, weil er historische Figuren teilweise benutzt, weil er spielt mit politischen, moralischen, ästhetischen Positionen, die werden so zusammengesetzt. Und wenn man den Versuch macht, daraus etwas Gesamtes zu fügen, dann ist man, glaube ich, schon gescheitert. Ich glaube, man kann darauf nur reagieren mit einer eigenen Montage. Das ist ein Denkbild, dieser Roman. Und insofern genau das, was ich mag. Ich kann nämlich denken. Also, das ist ein Buch, das seinen Leser fordert. So viel dürfen wir schon mal festhalten, seine Leserinnen fordert. Es ist ein Buch eines Autors, der oft ein Ärgernis war als Akteur im literarischen Leben, der seine Flegeljahre in diesem literarischen Leben in Deutschland auch vollkommen ausgelebt hat. Zum Glück, der aber in seinem ganzen Leben noch keine langweilige Zeile geschrieben hat. Und ich muss sagen, ich fand in Die Toten, genauso wie im Vorgängerroman Imperium, jetzt einen Autor, der in die Geschichte zurückgeht und all das, was wir so sicher wähnen über die Ursprünge des Faschismus, all das, was wir genau erkennen über das Ende der Weimarer Republik, den Beginn des sogenannten Dritten Reiches, wieder verflüssigt in diese Art und Weise, wie es sich angefühlt haben muss für einen damals Lebenden, der mir tatsächlich einen Vampirroman über Japan erzählen kann, mit einem fiktiven Schweizer Regisseur, den aber so zum Leben erweckt. Es gibt ja eine zweite Szene, dieser arme Schweizer Regisseur wird in Japan von seiner Geliebten, von seiner Verlobten betrogen und er filmt diese Szene, wie die mit diesem japanischen Kulturfunktionär ins Bett steigt. Das ist das Pendant zu dem Seppuku am Anfang. Gleichzeitig kommt dieser Regisseur dann wenig zuvor nach Berlin, trifft dort eben Heinz Rühmann, der, und das verschlägt einem wirklich die Sprache. Putzi Hanfstengel, eine reale Figur, der gemacht ist für einen Roman von Kracht. Wie diese Figuren interagieren mit dem Romanpersonal und man plötzlich das Gefühl hat, nein, ich muss das alles nochmal von Grund auf neu durchdenken, ich weiß gar nichts. Und das ist alles Sichergewähnte, löst sich wie ein fliegender Teppich, der unter meinen Füßen sozusagen aufgerippelt wird, auf und ich stürze ins Bodenlose. Und das ist die literarische Erfahrung schlechthin. Diesen Taumel, dieses plötzliche Neudenken der Geschichte, das kann im Moment in der deutschsprachigen Literatur nur Christian Kracht. Und deshalb ist dieses Buch in meinen Augen wirklich ein großer Wurf. Aber ich würde Ihre Frage, glaube ich, doch noch präziser auch beantworten können. Warum geht er zurück? Ich würde nämlich sagen, eigentlich ging es ihm schon immer um diese eine große Zäsur, die mit dem Jahr 1933 emblematisch markiert ist. In seinem ersten berühmtesten Roman Faserland aus dem Jahr 1995, der komplett in der Gegenwart der 90er Jahre spielt, gibt es diese eine berühmte Szene. Also was wäre aus Deutschland ohne Holocaust geworden? Was wäre aus Deutschland ohne Holocaust? Da ist der Erzähler in Heidelberg. Das ist der Erzähler in Heidelberg und schaut über den Neckar aufs Schloss und da sind die Neckarauen. Und nur dieses Wort Neckarauen, das hat für ihn schon so eine historische Patina. Und dann heißt es, Neckarauen, so wie dieses Wort klingt, könnte Deutschland sein, wenn die Juden nicht vergast worden wären. Das heißt, es gibt diese Zäsur, nach der gewissermaßen das romantische Deutschland verloren geht. Und jetzt arbeitet er sich auch historisch zu diesem Punkt zurück. Und auch in diesem Roman geht es immerzu um diese Fragen. Es gibt starke Traditionen, die durchs Dritte Reich pervertiert oder ad absurdum geführt worden sind. Wie kann man vielleicht doch wieder dahin kommen? Wie kann man doch wieder zurückkommen? Auch auf der japanischen Seite, deswegen ist es so eine interessante Parallelgeschichte, auch in den Teilen, die in Japan spielen, geht es immer wieder darum, eine alte Formtradition anzuknüpfen und zu fragen. Das No-Theater oder eben der Stummfilm. Wie können wir solche alten Mächte bewahren? Wie schaffen wir es, einen zivilen Umgang mit Machtübergaben, dass das Neue in die Welt kommt und sozusagen andere Medien ausbluten lässt, wie zum Beispiel Film und Roman, ja, oder Tonfilm und Stummfilm. Wie schaffen wir es, das zivil
ablaufen zu lassen und eben nicht kriegerisch wie in dem Roman ausagiert. Das sind ja auch spannende Fragen für uns heute. Also ich denke jetzt mit dem Aufkommen des Internets, deshalb ist dieser historische Roman eigentlich der zeitgenössischste, den man sich vorstellen kann. Aber er ist kein historischer Roman. Nein. Aber er ist eine artifizielle, preziöse, großartige literarische Konstruktion. Und, ich finde auch, dass viele der Fragen... Nein, es ist einfach ein guter historischer Roman. Allen, dann doch, also ich finde schon, dass man fairerweise sagen muss, wer mit diesem Roman allein ist. Man kann sagen, er zieht einem den Boden unter den Füßen weg. Man kann das alles sehr, ich sage mal, sehr klug ausdrücken. Ich finde aber eben doch, dass er tut all das, was hier gesagt wurde, aber er lässt einen damit auch wirklich sehr allein. Also er verweigert ja im Grunde genommen... Antworten. Er stellt viele Fragen, es geht sehr viel um die... Ja, aber Literatur ist ein Medium, um Fragen zu stellen, nicht um Antworten zu geben. Dass er Antworten geben muss. Ich sage nur, dass es so ist und dass ich fairerweise finde, dass man das auch dem Publikum mitteilen darf, zumindest. So viel zu Christian Kracht. Die Toten erschienen bei Kittmacher & Witsch und Insa Wilke. Wir springen jetzt nach Irland, stellt uns Callum Tobin und seinen Roman Nora Webster vor. Ja, das ist der Roman, an dem man lernen kann, was das Quäntchen bedeutet, das gute Literatur von großer Literatur unterscheidet. Ich glaube ja, wir haben heute das Glück, gute Romane hier zu haben, aber wenn Sie Nora Webster lesen, dann glaube ich, versteht man instinktiv, was große Literatur ist. Das hat etwas zu tun mit der Erfahrung, die erzählt wird. Das hat aber auch etwas damit zu tun, dass hier ein Autor die Fähigkeit hat und den Mut hat, diese Erfahrung zu formulieren, und zwar zwischen den Zeilen und nicht direkt ausgesprochen, wie das andere Autorinnen und Autoren vielleicht tun. Nora Webster, das muss man vielleicht für den Hintergrund wissen, kann man sehen im Kontext einer Auseinandersetzung, die Callum Tobin in seinem Werk mehrfach geführt hat, nämlich sich auseinanderzusetzen mit der Beziehung zwischen Müttern und Söhnen, auch den problematischen, vielen problematischen Seiten daran. In diesem Kontext kann man diesen Roman lesen, er ist wieder autobiografisch eingefärbt. Nora Webster könnte man lesen als Hommage an Callum Tobins Mutter. Er spielt Ende der 60er Jahre im Südosten Irland, wo der Autor auch aufgewachsen ist, und er erzählt von einer Frau, die vor kurzem Witwe geworden ist, zwei kleine Söhne und zwei fast erwachsene Töchter hat und nun versuchen muss, diese Kinder und diese Familie durchzubringen. Wir verfolgen im Laufe des Romans die Jahre nach dem Tod des Mannes, den wir nicht mehr kennenlernen, was wichtig ist, und erleben, wie sich diese Frau entwickelt, erleben, wie sich die Familie entwickelt, erleben auch, wie sich die kleine Stadt entwickelt, in der Nora Webster lebt, und sind natürlich auch involviert in die politische Geschichte. Also die aufziehenden Unruhen, der Hass gegen England, das spielt alles im Hintergrund eine Rolle. Die zentrale Figur ist aber trotzdem diese Frau, die ein veritabler Dickkopf ist, die sagt ständig Sachen, die man eigentlich nicht sagt. Sie ist nicht dankbar für die Hilfe, die man ihr angedeihen lässt, sondern will die auch manchmal nicht. Und ist eine sehr kluge Frau, ohne dass sie jetzt intellektuell ist. Sie versteht zum Beispiel die Ambivalenz eines Satzes, wie den, der ihr zum Trost gesagt wird: Wir leben in einer kleinen Stadt, sie wird dich behüten. Dieser Satz ist auf gewisse Weise eine Drohung, denn das heißt, komm bloß nicht auf den Gedanken auszuscheren, wir wollen die Gemeinschaft nicht gefährden. Auf der anderen Seite, und das ist, glaube ich, das Wichtige bei diesem Buch, ist er aber tatsächlich auch ein Trost. Nora Webster wird behütet von dieser Gemeinschaft, in gewisser Weise. Auch gegen ihren Willen. So. Auch gegen ihren Willen, genau. Und ich habe jetzt zwei Gedanken zu diesem Buch und würde die gerne in den Raum werfen. Zum einen den Gedanken, dass wir es hier mit einem Anti-Emanzipationsroman zu tun haben, weil er sich richtet, glaube ich, in dieser Figur Nora Webster gegen eine ideologische Emanzipation. Diesen Gedanken hatten Sie doch schon bei Ferrante. Nee, da war es antifeministisch in einigen Details, stimmt. Aber das ist kein antifeministischer Roman, mit der Absicht, anti-emanzipatorisch zu sein. Ich glaube, dass es diese Figur Nora Webster in diesem Roman zeigt oder kritisiert, eine Emanzipationsideologie, die das individuelle Glück und Unglück geringschätzt. Davon erzählt, und darum glaube ich, dass hier in der Tat von der Komplexität des Lebens erzählt wird, weniger bei Elena Ferrante. Das ist der eine Gedanke, den ich dazu habe. Der andere ist, und ich glaube, das ist das, was dieses Buch für mich groß macht, dass Callum Tobin von etwas erzählt, was eigentlich so schwer zu erzählen ist wie der Tod, nämlich von Trauer. Es ist
in gewisser Weise eine Fehllektüre, glaube ich, wenn man sagt, hier wird eine Frau erzählt, die das Leben neu entdeckt nach dem Tod ihres Mannes. Hier wird von einer Frau erzählt, die auf Jahre in der totalen Einsamkeit der Trauer ist, ein Zustand, den niemand, ein Raum, den niemand betreten kann, so mitfühlsam und einfühlsam die Menschen um sie herum auch sind. Und wie er das erzählt, in welcher Vielfalt und in welcher Intensität, das wirft ihn einfach Universen weiter in den Kosmos der Literatur als alle anderen Autorinnen und Autoren, über die wir hier sprechen. Also wir sollten vielleicht Einigkeit darüber erzielen, dass der ein Universum und dann gar mehrere, nicht die literaturkritische Einheit ist, nach der wir Romane beurteilen wollen. Aber wie viele Universen weiter brachte Sie dieser Roman, Frau von Lohenberg? Ja, ich stimme Frau Wilke total zu, weil ich tatsächlich auch finde, dass das von den Büchern, über die wir heute Abend sprechen, ohne dem letzten Buch vorgreifen zu wollen, das Größte ist und das für mich Wichtigste. Ich liebe diesen Autor, kann ich wirklich so sagen, seit meiner Studentenzeit, als ich The Heather Blazing als Studentin in England Flammende gelesen Heide. Habe. Genau, wurde dann später auch übersetzt und ich bewundere unglaublich, wie er vielleicht nicht das Universum, aber doch den Kosmos Mensch immer wieder in seinen Büchern beleuchtet und nicht nur die Beziehung zwischen Müttern und Söhnen. Nora Webster ist eine Frau, die 4 Kinder hat in diesem Roman. Die 2 Ältesten sind Töchter, die sind bereits aus dem Haus. Auch das sind sehr interessante Figuren, weil sie uns die Mutter, finde ich, nochmal in einem anderen Licht zeigen. Dann gibt es eben die beiden jüngeren Söhne. Und ich finde völlig richtig, was Sie gesagt haben, darüber, wie es um Leid und Trauer geht. Diese Frau hat zu Beginn des Romanes ihren Mann Maurice verloren, der offenbar wahrscheinlich an einer Krebserkrankung wirklich elend zugrunde gegangen ist. Sie hat ihre beiden Söhne als die noch zu Hause lebenden Kinder ihrer Schwägerin gegeben für 2 Monate. Und es gibt eine Szene, die mir sehr lange nachgehallt ist, denn sie merkt, die Kinder kommen nach 2 Monaten zurück und sie merkt, dass der ältere Sohn, plötzlich stottert und schreckliche Albträume hat. Und sie fährt irgendwann zu dieser Schwägerin und spricht sie an und sagt, Josie, hier muss irgendwas passiert sein in den 2 Monaten. Das Kind ist völlig Connor, ja? Nein, Donald. Ich merke einfach, mein Sohn ist völlig verstört. Und dann schaut die Schwägerin sie an und sagt, ja, die waren hier 2 Monate bei mir. Sie haben dich nicht ein einziges Mal gesehen. Ich lebe hier in der Abgeschiedenheit des Landes. Es war völlig einsam. Schon wenn ein Auto auf der ferneren Straße fuhr, merkte ich, wie sozusagen in den Söhnen diese Hoffnung sich regte. Und ich finde, es ist eine Szene, die so viel sagt, ohne es aussprechen zu müssen, die so viel sagt über diese Mutter, die völlig damit beschäftigt war, ihren sterbenden Mann in den Tod würdig zu begleiten und ihm Liebe und Fürsorge angedeihen lassen und irgendwie dachte, die Söhne sind gut aufgehoben, aber 2 Monate für ein Kind ohne die Mutter, während der Vater gerade stirbt. Also da ist so viel drin enthalten, was man weder, man kann keine dieser Positionen bewerten, finde ich. Man versteht instinktiv, warum es dazu gekommen ist. Man kann aber Der Autor urteilt auch nicht über die Mutter, aber wir haben für den Rest des Buches mit diesem stotternden, traumatisierten Kind zu tun. Also auch das kommt alles vor. Und dann eben diese Mutter, die sich zum Beispiel in einer auch hinreißenden Szene zum Friseur geht und sich irgendwie die ergrauenden Haare färben lässt. Da kommt die Kleinstadt rein, die Grenzen aufzieht. Ja, und dann auch irgendwie ganz... Die Kunst der Komik, ja, wie sie dann mit diesem plötzlich wieder erbraunten Schopf durch die Straßen von Annisworthy läuft und irgendwie dann auch die schlimmen Bemerkungen, die dann kommen, die sie dann auch großartig pariert, indem sie zu einer Nachbarin sagt, ja, du müsstest vielleicht auch mal gehen und so. Also das ist ein Buch, was von hoher, hoher psychologischer und literarischer Subtilität ist und was ich einfach großartig finde. Itchumar Mangold, wie haben Sie Nora Webster gelesen? Naja, man sollte nicht vorher koksen, sonst könnte man das Gefühl haben, dass bei dem Erzähltempo ein bisschen wenig passiert. Aber wenn man tiefenentspannt an die Lektüre rangeht, dann ist sie wirklich sehr, sehr reich. Ich finde, das Buch ist wie sein Cover. Das ist ein sehr schönes Cover. Das ist im Übrigen ja auch das englische Cover. Man sagt ja immer, dass die Engländer bessere Cover machen. Das ist die englische Ausgabe, die ist etwas größer. Wo ist die Kamera? Ungefähr so grau wie diese graue nordische See, die meistens nebelverhangen ist.
ist das Leben, das der Tolbin beschreibt. Aber er kann diesem Grau gewissermaßen 1000 Graustufen abgewinnen und seine Kamera wird immer präziser und immer feinkörniger. Und dann stellt man fest, dass auch im Grau eine unglaubliche Mannigfaltigkeit ein verborgen ist. Ein Seestück von Richter quasi. Ja, ein Seestück von Richter, das gefällt mir. Darf ich es ergänzen? Ja. Es gibt auch das leuchtende Rot. Ja, genau, aber so eingefasst, das ist, genau, ja, ja. Nein, das ist ein ganz meisterhaftes Werk. Es ist aber, finde ich, fast schon schwer, wenn Sie haben so eine interessante Interpretation versucht mit diesem anti-emanzipatorischen Aspekt. Da könnte bestimmt was dran sein. Aber das Tolle an dem Roman ist ja eigentlich, dass er fast völlig botschaftsfrei daherkommt. Na, das glaube ich aber überhaupt nicht. nein, nein, der hat zwei Botschaften im Gepäck und da kann ich ja Frau Wilke nur zustimmen. Das ist ein Buch, erstens, aus dem man erfahren kann, was Trauer mit einem macht, wie sie einen lähmt, wie sie einen schwächt, aber auch, wie man sie transzendiert, wie man nach Jahren und als jemand anderes aus dieser Trauererfahrung herauskommen kann. Aber Tobin erzählt von dem Unabhängigwerden einer Frau, aber, und hier kommt der politische Kontext, der immer so als Radiokollage da mitläuft, bisschen Fernsehen, hauptsächlich aber Radio, der ist ja angesiedelt, haarscharf zwischen 1968 und 1972. The Troubles, Londonderry, in Dublin brennt die britische Botschaft. Das Land steht exakt, die Republik Irland, auf der Schwelle zu einem Bürgerkrieg. Hier könnte eine Art von Gewalt sich entladen, wie die Welt sie noch nicht, die irische Welt sie gesehen hat. Und es diszipliniert sich, es zivilisiert sich. Und das ist atemberaubend, wie dieses Land sich fängt und diese Frau sich fängt. Aber und das macht es in meinen Augen mit dem, dass das keine Botschaft ist, sondern das Tolle an dieser der Darstellung des zeithistorischen Hintergrunds ist, dass er damit er will damit gar nichts deuten, sondern er will nur sagen, wie spiegeln sich diese Unruhen in den Gefühlen, in den Sprechweisen? Wir widersprechen uns nicht. Er macht es literarisch sublim. Aber eine Botschaft hat er sehr wohl. Ja, sie und die höre ich gern. Emanzipiert sich ja auch von der, also zum Beispiel von der Kirche, von der Nonne, die ihr sagt, du bist in dieser Gemeinschaft beschützt. Ja? Also es ist sozusagen auch schon eine Frau, die sich auch aus anderen Zusammenhängen nochmal anders löst, für sich ja, einen eigenen Blick entwickelt. Wir sagen jedenfalls, darin wenn ich sie richtig verstehe, mit Blick auf die Uhr, dass der von Giovanni und Ditte Bandini übersetzte Roman von Colm Toby Nora Webster ein Meisterwerk ist. Und durchaus eine Empfehlung für jeden, der ein Buch in diesem Herbst noch mal zur Hand nehmen möchte. Erschienen im Hansa Verlag. Wann kriegt er den Nobelpreis? Er soll das wäre ein vernünftiger Kandidat. Ein Kandidat. Ja. Im Idealfall hat er ihn schon und wir wissen es nur nicht. Wir wissen es erst morgen. Ja. Wir sprechen jetzt über Bodo Kirchhoff und seine Novelle Widerfahrenis. Wir sprechen aber auch, weil er dafür nominiert ist, über die Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Es ist einer der 6 noch auf der Shortlist befindlichen Titel. Wie zufrieden waren Sie mit der Shortlist zum Deutschen Buchpreis? Ich habe gar nichts gegen die Titel, die draufstehen. Aber es ist ja immer so beim Deutschen Buchpreis, dass man Eva Schmidt, André Kubitschek, Philipp Winkler beispielsweise, Kaiser Mühlecker. Und ich vermisse ganz stark Gerhard Falkner, Apollokalypse. Für mich eins der sprachmächtigsten Bücher der deutschsprachigen Literatur dieses Herbstes. Das Romandebüt eines Lyrikers. Und ich finde einfach, dass das unbedingt auf diese Shortlist gehört. Insa Wilke. Ich finde Listen immer unbefriedigend, muss ich sagen, und hoffe immer, dass die Leser klüger sind und ihre eigenen Listen machen. Und es gibt immer, eigentlich habe ich immer das Gefühl, das, was neben den Listen läuft, ist das Interessantere. Herr Mangold. Also ich habe ja wir machen ja am Ende jeder noch Empfehlungen. Da habe ich ja ein Buch von der Shortlist, das mich wahnsinnig beeindruckt hat. Insofern bin ich zum Beispiel froh, dass dieses Buch drauf ist. Ich finde die Shortlist nicht so schlecht. Ich habe Kracht vermisst. Ich habe sehr stark Kracht Martin vermisst. Martin Mosebach, also Mogador, das ist schon wirklich auch... Es stand noch nicht mal auf der Longlist. Mosebach, ja. Kracht. Ja, es ist halt auch kein Wunsch. Sibylle Levitscharow, Navid Kermani, Heinz Strunk. Also wenn ich auf einem Bein stehend und mir beide Augen zuhaltend aus dem Stegreif eine bessere Liste mir einfiel als finden das. Finden Sie den Roman von Kermani wirklich gut? Aber ich finde ihn brillant sogar, ja. Ich bin gerne bereit, einer Hamburger Kollegin, die ihn verrissen hat, bei Ihnen da vielleicht noch die ein oder andere Eiz zu geben. Aber wir sprechen doch lieber über Widerfahrenis, oder tun wir das eigentlich wirklich, von Bodo Kirchhoff. Worum geht es in dieser Novelle? 2 zur Ruhe gesetzte, ein Aussteiger, ein Kleinstverleger, wie er sich nennt, Reiter, hat im Weißachtal in einem, man darf sagen, Voraltenheim, einem Apartmentkomplex offenbar für Ruheständler, sich eine Eigentumswohnung gekauft, nachdem er seinen Kleinverlag verscherbelt hat. Dort steht plötzlich eines Abends vor seiner Tür eine
Dame Leonie Palm mit Namen Die Palm, wie er sie nennt, die hatte einen Hutladen, den sie ebenfalls aufgegeben hat. Die hat ein schmales Büchlein über den Suizid ihrer Tochter geschrieben und er hat in der Bibliothek dieses Apartmentskomplexes zu dieser Broschüre gegriffen und sie klingelt jetzt bei ihm. Und die beiden unternehmen eine spontane Autoreise in ihrem Dreier-BMW Cabrio gen Süden, stoßen da in Catania auf ein 11-12-jähriges Flüchtlingsmädchen. Die beiden, er hat ein Kind verloren durch eine Abtreibung mit seiner damaligen Lebensgefährtin, sie, ihre Tochter, eben durch den Selbstmord. Die beiden verbringen eine Nacht mit diesem Mädchen und bilden eine Kleinstfamilie. Die Restitution der Kleinstfamilie ist ja oft der Plot von Romanen. Das ist auch der Plot von Bodo Kirchhoffs Novelle Widerfahrnis. Diese Liebesgeschichte zwischen Reiter und Palm zerbricht nach kurzer Zeit und innerhalb von wenigen Tagen tritt man die Rückfahrt an. Er alleine mit einem Flüchtling Taylor, den er dann noch begegnet. Sie beschließt, in Italien zu bleiben. Ja, das sind so die ganz groben Plotlinien. Es ist ein Buch des Abschiednehmens, jedenfalls von einer bestimmten Generation von Kleinverlegern und Hutmachern, von Kleingewerbetreibenden. Wie haben Sie Widerfahrnis gelesen, Insa Wilke? Mir ging es komischerweise diesmal anders als sonst bei den Büchern von Bodo Kirchhoff. Normalerweise geht es mir so, dass ich erst lese und denke, naja, ist ja ganz gut geschrieben, ein bisschen routiniert vielleicht. Und je länger die Lektüre her ist, desto stärker finde ich das Buch dann doch. Diesmal ging es mir andersrum. Ich dachte erst, ist ja enorm, wie der diese ganzen Geschichten zusammenbringt, über das Altern schreibt, eine Liebesgeschichte schreibt, über das Trauern und den Tod schreibt, dann auch noch die Flüchtlinge reinbringt. Und je länger die Lektüre her ist, desto stärker wird meine Kritik. Und die stärkste Kritik, die ich habe, ist, dass mir auf die Nerven geht, dass er diese Kritik immer schon reinschreibt. Dieses Buch gehört zu den Büchern, die immer schon vorwegnehmen, was man an ihnen kritisieren kann. Ich kann da verschiedene Beispiele nennen. Zum Beispiel bleiben wir bei den Flüchtlingen. Das ist ja so eine steigende Linie. Sie tauchen als Randerscheinung auf, dann werden sie irgendwann zu Figuren, die tatsächlich eine Rolle spielen für die Geschichte und ehrlich gesagt auch die Geschichte erst richtig in Fahrt bringen. In die ersten zwei Drittel ist es ein bisschen Fahrt. Und irgendwann ging es mir so, dass er einerseits natürlich damit ein gesellschaftliches Bewusstsein abbildet, denn die geflüchteten Menschen sind ja bei den meisten eine Randerscheinung. Andererseits aber instrumentalisiert er sie eben auch für seinen Roman. Genau das spricht er aber aus. Insofern geht meine Kritik daran und mein Unbehagen daran ins Leere. Oh nein, wenn ich noch einmal auf einer deutschen Bühne, sei es Theater oder Oper, eine Rettungsweste herumliegen sehe, dann geht es mir genau wie in diesem Roman, wo Dutzende von Rettungswesten herumliegen und zwar völlig unnütz. Das ist reiner Kitsch. Das ist nicht erworben. Oh nein, das hier ist sowas wie Chic fürs Generation Altenheim von Herbert. Das ist Quatsch, ein furchtbares Argument. Integriert seine Kritikwürdigkeit gleich mit, aber, und das kann man, davon könnte, kann man genervt sein, aber es ist ja motivisch sehr schön eingebunden, entwickelt aus diesem Gedanken ja sogar seine Erzählung, die mir gefällt, nämlich der Kleinverleger, der bisher immer mit Autoren zu tun hatten, deren Bedürfnis war, ihre Lebensgeschichte zu erzählen und die dann in ihrer laienhaften Schreibtechnik sich in bestimmten klischeehaften Formulierungen oder Erzählmustern verfangen. Da war er dann der Verleger, der als strenger Lektor das immer herausstrich. Und nun ist er aber selber genau in einer solchen Lebensfindungsphase, nicht im Herbst seines Lebens angekommen, öffnet sich nochmal für was Neues, für diese völlig offene Reise in den Süden Italiens und fragt jetzt quasi mit dem Blick des ehemaligen Lektors, das, was ich real erlebe, entspricht es eigentlich gerade schon wieder am literarischen Klischee. Aber diese Figur ist doch vollkommen unglaubwürdig. Das ist ein ganz typischer Autor, der hier spricht und eben kein Verleger. Das ist keiner, der auch nur einmal einen Referenzpunkt außerhalb des eigenen Nabels kennt. Kein einziger Gegenwartsautor wird hier benannt. Nein, es geht immer nur mit Sätzen wie, aber wir befinden uns nicht in einem Buch.
Das hätte ich getan, wäre ich in einer Erzählung. Das hat zwei durchlaufende Motive. Es wird geraucht, geraucht, geraucht. Und ich muss deswegen jede Palm, Zigarette, die aber angesteckt wird, muss ich auch ausdrücken. Und das wird mir erzählt und so weiter. Aber alles andere sind so Metareflexionen. Das ist aber doch sehr, sehr dünner Stoff, den wir vorgelegt bekommen. Ich finde das nicht, wobei ich jetzt auch einfach gerne mal sagen würde, dass ich finde, dass Bodo Kirchhoff wirklich einer der großen Schriftsteller ist, die wir haben in unserem Land. Und dass ich eigentlich finde, dass er viel zu wenig wahrgenommen wird. Aber also doch Bodo, mit diesem Buch wird er doch viel zu stark Bodo wahrgenommen, Kirchhoff um Gottes Willen. Hat sozusagen von den vielen Literaturpreisen dieses Landes, finde ich, entschieden zu wenige im Laufe seiner Karriere bekommen. Ja. Ich finde, und deshalb dass ein reden Autor wir diesen ist, schwachen Text stark. Sehr, sehr treu geblieben ist, der immer schon sozusagen alles, was ich von Bodo Kirchhoff gelesen habe, hatte immer diese Mischung aus Pathos und Pose, Manierismus und Romantik, das ist sozusagen das einfach immer das hier ist die Pose von Martin Heidegger trifft wobei Rosamunde Pilcher. Den Porsche-Roman da ausnehmen würde. Ich habe dieses Buch extrem gerne gelesen, weil ich das, was Sie beide stört, nämlich dieses Selbstreflexive, ich mochte das sehr. Ich finde, dass sozusagen die Geschichte ist ja nicht, also ich glaube die auch nicht. Also wieder jemand nachts rauchend vor der Tür eines Ex-Verlegers steht, die Hutmacherin, die den Lesekreis hat und so und die sich dann ausgerechnet dann beide sie in seiner Lederjacke ins Auto setzen, dann immer weiterfahren und so. Das ist nicht das, was man realitätsnah nennt. Aber ich bin in diesem Auto dieser beiden sehr gerne mitgefahren. Ich habe höchstens meine Probleme dann, wenn das Mädchen ins Spiel kommt. Da gut. Wird es für mich. Wir tun diesem Buch jetzt einen Gefallen. Wir reden so kurz wie möglich über Wiederfahrnis von Bodo Kirchhoff. Das ist aber der Frankfurter Verlagsanstalt. Genau, nicht unsere. Und kommen zu den vier kleinen Büchertipps, die wir Ihnen am Ende noch ans Herz legen wollen, jetzt zur Buchmesse. Für die ist das von Lovenberg. Was empfehlen Sie? Ich empfehle Lauren Groff, Licht und Zorn, selbst gelesen oder ungekürzt gelesen von zwei Schriftstellern, von zwei Schauspielern, nämlich großartig gelesen von Roman Knieger und Claudia Michelsen. Das ist ein Buch über eine Ehe. Nun kann man ja sagen, von Ehen handeln zwei Drittel aller Romane, aber nicht so wie dieses, finde ich jedenfalls. Es geht nämlich um zwei Sichtweisen einer Beziehung. Die erste Hälfte des Buches ist aus der Sicht des Mannes erzählt. Lancelot, genannt Lotto, ein amerikanischer Dramatiker, zunächst ein gescheiterter Schauspieler, der mit gerade mal 20 Jahren die Liebe seines Lebens trifft, nachdem er vorher so eine Art erfolgreicher College-Playboy war. Er ist nämlich absolut unwiderstehlich und findet sich auch selbst so und trifft auf die enigmatische Mathilde, die diesen Mann anscheinend zähmt. Und nun ist es wirklich so, dass man Licht ist in dem Fall der Mann, meistens ist es ja klischeehaft, die immer die Frau. Der Mann erzählt von einer Ehe, wie man sie sich, ich würde mal sagen, also komplexer, aber aus seiner Sicht auch inniger eigentlich nicht vorstellen kann. Und dann kommt der Zorn der Frau. Mich hat dieses Buch auf vielfältige Weise beschäftigt, mir Fragen gestellt, mich unterhalten. Ich finde es sehr, sehr gut geschrieben. Ich finde es auch sehr gut übersetzt von, Sie haben völlig recht, dass die Übersetzer genannt werden sein, von Stefanie Jacobs, ein Buch, das ich empfehlen kann. Lauren Groff, Licht und Zorn, bei Hansa Berlin. Itschoma Mangold, was wollen Sie uns ans Herz legen? Sie haben einen Titel von der Shortlist des Deutschen Buchpreises. So ist es, und zwar von Thomas Melle, Jahre 1975. Eingeführter Theaterautor, aber auch in der Literatur bekannt, glaube ich 2005, 2006 trat er das erste Mal beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt auf. Es gibt von ihm bereits ein Erzählungsband, Raumforderung, zwei Romane. Alle diese belletristischen Bücher hatten im Untergrund immer schon das Thema einer Psychose, einer starken Psychose. Nur wurde das nicht direkt thematisiert, sondern quasi eher so allegorisch angespielt. Und nun hat Thomas Melle mit dem Buch Die Welt im Rücken, das keinen Gattungsnamen trägt, einfach die Geschichte seiner eigenen Bipolarität, wie es neuerdings heißt, erzählt. Also er ist manisch-depressiv und zwar die schwerste Form. Das heißt, zwischen 1999 und 2010 hatte er drei schwere manische Schübe und die gehen, das ist untypisch für die Krankheit bei ihm, teilweise bis zu 1,5 Jahren. Und entsprechend ist dann der Gegenschwung des Pendels in die Depression auch extrem lang. Wenn Thomas Melle aus seiner manischen Phase aufwacht, ist alles verwüstet, hat er alles verwüstet.
hat er seine Wohnung nicht mehr, hat er seine Freunde nicht mehr, ist sein Konto leer geräumt, hat er alle seine Bücher verkauft, hat er alle seine Platten verscherbelt und steht plötzlich und dachte natürlich in der manischen Phase, das sei der Durchbruch, in euphorischer Weise sei der Durchbruch in eine neue Lebensform. Er durchschaut die Welt, die Zeichen sprechen alle von ihm, er schlägt die Zeitung auf, da steht irgendwas Weltpolitisches und es ist ihm völlig klar, er selber ist gemeint. Und dann kommt der Punkt, und der muss wahnsinnig schnell und kurz sein, quasi innerhalb eines Tages schaltet der Schalter um in die Depression und in der Sekunde weiß er, dass alles, was er das ganze letzte Jahr gedacht hat, ein reiner Wahn war. Er realisiert, dass es nichts mehr gibt in seinem Leben, dass er alles über Bord geworfen hat und dass sowieso das Leben nur grau ist und es schon zu anstrengend ist, nur den kleinen Finger zu rühren. Dieses Buch ist hochintelligent in seiner Selbstanalyse. Thomas Melle ist aber auch ein bedeutender Schriftsteller. Das heißt, für diese Geschichte, seine eigene Geschichte, findet er eine ganz große, analytisch klare, aber auch anschauliche Sprache. Ich habe das atemlos und fasziniert gelesen. Die Welt im Rücken von Thomas Melle, erschienen bei Rowohlt Berlin. Insa Wilke, Sie haben Regionalliteratur mit Weltanspruch mitgebracht. Genau, das trifft es. Ich habe ein Buch mitgebracht aus dem Gugolz Verlag, den man auch eigens noch mal erwähnen und erklären muss. Das ist nämlich ein Verlag, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Klassiker der Weltliteratur, die heute vergessen sind, wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und er beweist dabei ein enormes literarisches Gespür. Also man kann eigentlich blind jedes Buch aus diesem Verlag kaufen. Ich habe mich entschieden für James Leslie Mitchell, Szenen aus Schottland. Das ist ein Buch gewesen, das 1934 erschienen ist, in einem etwas größeren Umfang. Das hat er geschrieben mit einem anderen Schriftsteller zusammen. Dies ist eine Textauswahl und ist eine Hommage eigentlich an Schottland, an die schottische Landschaft, an die Menschen, die dort auf dem Land leben in den 30er Jahren, ein sehr hartes Leben führen. Es ist auch eine Gesellschaftskritik, denn das muss man vielleicht vorweg nochmal sagen. James Leslie Mitchell ist eine interessante Persönlichkeit. Er ist sehr, sehr jung gestorben, 1935, nur 34 Jahre alt geworden, hat es in dieser kurzen Zeit aber zu einigem Ruhm gebracht, bis nach Amerika reichte der. Und er hat eben beides, einerseits diesen warmen Blick für seine Landsleute, andererseits einen sehr wachen politischen Verstand. Manchmal denkt man, das ist vielleicht der schottische Georg Büchner. Und die Gesellschaftskritik, die führt er als ein wirklich harter Hund, mit großem Engagement zugleich. Und das macht dieses Buch so toll. Es sind Geschichten, Porträts, reportageartige Texte. Zugleich ist er einfach ein unglaublich guter Erzähler. Er hat sozusagen die Sprache der sogenannten einfachen Menschen literaturfähig gemacht für diese Region. Und eigentlich ist dieses Buch, das genial übersetzt ist von Esther Kinski, eine Fibel für verschiedene Stile, für die Verbindung von naturalistischem Erzählen und einer Poesie, die in dieser Alltagssprache liegt. Und ich glaube, das ist ein Buch, das Literaturliebhaber auf jeden Fall kennen müssen und ein Autor. Eine Entdeckung. Danke, Insa Wilke. Und ich habe zum Schluss noch Neues von einem Autor mitgebracht, von dem wir eigentlich dachten, da kennten wir schon alles. William Shakespeare hat was Neues in diesem Herbst. William Shakespeare hat einen Text, der heißt Die Fremden. Halten Sie sich fest, Die Fremden ist tatsächlich das einzige Manuskript, das wir aus der Hand von William Shakespeare besitzen. Sonst kennen wir ja nur 6 Unterschriften von ihm. Aber er hat, wie es damals um 1600 durchaus der Brauch war, mit anderen Autoren zusammengearbeitet und ein Theaterstück geschrieben, Thomas Morus. Da wurde er quasi als Script-Doktor hinzugezogen, weil das nicht so ganz vernünftig lief. Und er hat einen brillanten Monolog für Thomas Morus geschrieben, der mit einer gewissen Flüchtlingsproblematik konfrontiert war, nämlich durch den Hugenottenaufstand. Hatte England die Zeit von 1530 von Thomas Morus ein Flüchtlingsproblem und die Londoner Bevölkerung erhob sich gegen diese Flüchtlinge, die vom König stark privilegiert waren. Und Thomas Morus hält denen eine Rede, die sich gewaschen hat. Und wenn man heute diese Rede sich vorliest, die William Shakespeare geschrieben hat, dann ist das Beste, was man zum Thema Pegida und AfD und Fremdenfeindlichkeit in Deutschland nur lesen kann. Ein Text, der zu uns spricht wie kein Shakespeare-Text heute, in der wunderbaren Übersetzung von Frank Günther, der ja den gesamten William Shakespeare bei DTV schon übersetzt hat.
für mehr Mitgefühl, die Fremden. Ein ganz und bei Ars Vivendi im Hardcover. Ich darf mich bedanken bei den Teilnehmern unseres literarischen Quartetts, bei Felicitas von Lovenberg, bei Ichoma Mangoln und bei unserem Gast heute Abend, Insa Wilke. Ich darf mich bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wieder haben wir bewiesen, Lesen macht schön, schlank und sexy. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Schönen guten Abend. Das war eine große Freude mit euch. Vielen Dank. Dankeschön.